So, da haben wir unser Inventar offen, warum auch immer. So, ich bin ein bisschen raus aus der aus Guild Wars. So, jetzt machen wir erstmal zu. WASD immer noch normales Laufen. Springen können wir mit Leertaste. So. So, was haben wir? Nichts und dann wird es die Minimap, sprich mit Tora Greiferband. So, auf einmal mal hin. So, hallo. Hey! Bereit für eine Herausforderung? Seid gegrüßt, Heldin! Kommt ihr, um an der diesjährigen großen Jagd teilzunehmen? Aber natürlich. Sagt mir einfach, was ich tun soll, und dann tretet beiseite. Jagt die wildesten Tiere, die ihr aufspüren könnt, und holt euch Trophäen von ihnen. Die besten präsentiert ihr dann Ido, dem Gerber, um euren Wert zu beweisen. Wer die beste Trophäe hat und am tapfersten ist, wird zur großen Jagd eingeladen. Knut Weißbär meinte, die diesjährige Veranstaltung dürfte eine der gefährlichsten werden. Ich habe gehört, dass selbst die berühmte erste Galkin teilnehmen könnte. Ich freue mich darauf, beide zu beeindrucken, nachdem ich mir meinen Platz bei der Jagd verdient habe. Ach, wie süß. Knut Eisbär ist das hier noch. So, ich denke mal, mit M kann man die noch machen. Jawohl, so schaut das aus. So sieht die ganze Welt aus. Da kann man überall hinlatschen und wir sind halt eben die Nullen. Jo, wir haben jetzt rechts oben im Auftrag, geh auf die Jagd und sammle eine Trophäe, um ein Bausam das Eber, einen Eulenangriff Patrick oder einen Minotaurus holen. Okay. Dann gehen wir mal in den gekennzeichneten Bereich. So, wir sehen noch ganz cool aus, muss ich sagen. Die Grafik ist gar nicht mal so schlecht. Da wütender, grausamer Eber. Hey, passt auf, wohin ihr eure Quadratlarschen pflanzt. Fast wärt ihr in meine Falle getreten. Ich bin auch im Weg, aber auch okay. Wow, 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 Leute. Was macht ihr hier? Das ist mein Opfer. Kann ich ihn angreifen? Hallo? Macht der Autoangriff oder was? Nee, ich muss die ganze Zeit klicken. Rechtsklick oder so, kann ich nicht. Nee, da muss ich die ganze Zeit klicken. So, haben wir auch eins. War's das? Belohnung haben wir auch gekriegt. So, wir stehen ja so ganz realistisch in der Leiche drin. War's das schon? Ja, anscheinend. Dann gehen wir wieder hoch. Mit Shift laufen wir einen Ticken schneller. So, da latschen wir den ganzen Weg wieder nach oben zu der. Zu, was weiß ich, wie eben nochmal. Zeigt Ido dem Gerber eure Trophäe. Also, oh, wir sind vorbeigelaufen. Denkzettel an mich, lesen üben. Das sieht hier ganz cool aus, ne? Muss ich sagen hier. Ich stelle Leute am Tisch. Man kann sie begrüßen. Hallöchen. Ihr müsst öfter vorbeikommen. Nö, hab ich keine Lust. Entschuldigung, Lust hier. So. Beeilung, Ido. Ich will beim Girat sein, bevor Ketel Fasslehrer das ganze Bier wegschluckt. Oh, ein Kind. Wie niedlich. So. Nicht dich begrüßen, sondern begrüßen. Wir sprechen mit dir. So, was hast du zu sagen? Seid mir gegrüßt. Ich bin der Lederer hier. Ido, mein Name. Ihr erlegt sie, ich stopf sie aus. Trinken, singen und prahlen. Herrlich, so ein guter, altmodischer Bierrat. Andere heben sich das Feiern für Feiertage auf. Aber ich sag immer, jeder Tag, den man am Leben ist, muss gefeiert werden. Hey, Knut, seht euch diese eindrucksvolle Trophäe an. Sie ist der großen Jagd würdig, sag ich. In der Tat. Ihr seid geübt genug, eure Beute zu besiegen und klug genug, ihre Geister zu verehren. Ihr habt es verdient, dieses Jahr an der großen Jagd teilzunehmen.
Ich habe eigenhändig Isomir hierher gebracht. Den mächtigen Wurm. Er wartet oben auf dem Plateau auf jemanden wie euch, der ihn zum Kampf fordert. Die große Erste Galkin bewacht ihn, bis die Jagd beginnt. Wenn die Zeit gekommen ist, werdet ihr mit den anderen zum Plateau oberhalb des Tals ziehen. Dort werdet ihr euch Isomir stellen und ihn besiegen, wenn ihr könnt. Das kann ich und das werde ich. Dort wird meine Legende beginnen. Aha, das heißt, wir dürfen jetzt mal einem Wurm ordentlich auf die Fresse hauen. So, wir laufen mal nicht... Ich treffe als Erster! Wir laufen ganz unzivilisiert jetzt mal hier rum. So, hopp! Wege gibt es für sich. Und ich schmeiße mit Fässern rum, das mache ich auch jeden Tag. Ja, ich denke mal, wir müssen da rein. Durchs große Tor. So. Gepriesen seien die mächtigsten Jäger dieser Saison. Schneeleoparden verleihe euch Schnelligkeit. Aha, aha. So, wir müssen auf irgendein Plateau. Und seid bereit für den Kampf. So, das, was ihr gerade gesehen habt, das war ausweichen. Das ist, wenn ich Doppel-S, Doppel-W, Doppel-A, Doppel-D drücke. Dann in den Augen des Wolfes sind wir alle Geschwister. Ich brauche Energie. Gar nicht genug Energie, das ist kostet immer noch Energie. So, jetzt haben wir hier Eisbären, mit dem wir uns klappen dürfen. Verreck, verreck. So, die anderen vielleicht auch noch, oder wie? Ah ja, rechts oben sehen wir's. Der Eisbären. Komm, hau doch. So, wir haben eine neue Attacke. Oh. So, was haben wir der Attacke? Erstmal lesen. Herzsucher, springt und schickt. Springt und schlagt eure Gegner. Je weniger Lebenspunkte euer Ziel hat, desto mehr Schaden verursacht ihr. Okay. Das ist sehr interessant. Und zack. Tot. Na, hopp. Jetzt können wir die ganze Zeit verwenden. Hat ja kein Cooldown. Cool. Da springen wir die ganze Zeit her. Springen wir die ganze Zeit jetzt wie so ein Irr rum. Na komm, auf die Fresse. So, den kriegen wir auch noch klein. Bam. Oh. Oh. Das sieht nicht so schön aus. Putzig. So, wo sind... Dort ist es verbeugt. Zeigt uns, was ihr könnt. Ja, ich will erstmal meine Fähigkeit lesen hier. Defang-Szene. Dreht euch auf der Stelle und trefft dabei Gegner in der Nähe. Jeder trifft bloß auf Blutung. Okay, das ist wirklich eine gute kurze Info. So, wir greifen dich aber an. Erik. Vergiss nicht die Kleinen. Die sind auch. Also, das ist mir noch ganz gut. Aua. Sehr lang, das ist ja wieder so langsam langweilig. Wir hauen einfach nur drauf. Das ist gar nicht, dass Kiebe so stark sind. Und zack. Von Isomir kehrten als Held zum Schneeherrentor zurück. Wandererhügel. So, wir sind jetzt bei Ladebildschirm. Jetzt sind wir beim Wanderer. Oh. Gucken wir das noch zu Ende. Überredet.
Was für eine Jagd! Ich habe von eurem Sieg gehört. Sehr beeindruckend. Danke. Es war ein harter Kampf und ich bin auf meinen Anteil daran stolz. Ein hervorragender Beginn eurer Legende. Wisst ihr, viele Leute hier haben Probleme, die gelöst werden müssten, Bezwinger. Jemand wie ihr könnte da eine große Hilfe sein. Wenn ihr eure Fertigkeiten nutzt, verfeinert ihr sie. Und eurem Ruf wird es sicher nicht schaden, wenn ihr anderen helft. Denkt an den Ruhm. Ich werde diesen Problemen nachgehen und sie lösen. Dann sehen wir, wie meine Legende wächst. Wir haben irgendwas abgeschlossen. Kein Plan. Große Jagd abgeschlossen. Ich glaube, wir sind Level Up, Leute. Was nehmen wir? Pistole oder stumpfer Dolch? Was wird mehr Schaden? An sich die Pistole, aber mit dem stumpfen Dolch haben wir mehr Mindestschaden. Ne, einmal die Pistole. Yeah. Stufenaufstieg. Yeah, und damit verabschiede ich mich. Ja, bei dieser Folge, wir gucken hier noch den Leuten ein bisschen beim Fasswerfen zu. Wie cool die das machen. Vor allem fängt sie jetzt richtig awesome. Ja, gut gemacht. Egal. Ich verabschiede mich. Schreibt mal in die Comments, wie gut ihr Guild Wars findet, ob ich da weitermachen soll. Ob's euch interessiert oder nicht. Sonst haue ich da noch ein paar mehr Folgen raus oder halt eben nicht, wenn ihr wollt. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis denne!